Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance HD. Ich habe nicht direkt die Menschenswörter aufgenommen, sondern es ist der nächste Abend und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe heute den ganzen Tag gepennt. Naja, nicht ganz, aber egal. Wir sind im letzten Part von Joshua aufgehalten worden. Da will ich, glaube ich, hin. Und wollen jetzt zu einem Platz mit einem Brunnen, was glaube ich. Ich habe die Folge noch nicht gerendert, deswegen, ja. Am Brunnenplatz. Kann es sein, dass ihr jetzt neue Gegner seid? Ey. Oh. Ach. So. Schluss. Ja, ich glaube, das sind neue Gegner, weil irgendwie halten die mehr aus. Ich hätte mich danach heilen sollen. Ach, egal. So. Keine Ahnung, was meine Verbündeten hier machen, aber irgendwie machen die gar nichts. Frosch. Okay, das sind definitiv neue Gegner, weil ich kann mich nicht erinnern, euch hier letztes Mal gehabt zu haben. Ey! Ey, ich wollte eigentlich den da. Weil ich dachte, der wäre derjenige mit den mit der geringen Lebenskraft. Ich muss mich hier mal umschauen. Ich werde aber auch gegen die Gegner kämpfen, vielleicht lasse ich sie. Aua, Sache fallen. Ja, ja, die ich gebrauchen kann. Oh. Vielleicht sollte ich mir auch so einen Frosch zulegen, die können ganz schön nerven. Was ist das? Ein Pferd? Okay, du warst definitiv nicht da, weil ich dich noch nie gesehen habe. Vielleicht lässt du Pferdematerial fallen. Oder? Oder bist du der Elch? Ach, hör auf auszuweichen. Das könnte sein. Aber ich glaube, du hast auch Laser eingesetzt. Schon einfacher. Aber irgendwie. Ah, ich glaube, ich habe zusätzliche Zeit bekommen. Weil ich habe so ein ähnliches so ein Geräusch gerade gehört. Ey. Gut. Flüchtige Laune. So, muss ich jetzt da lang oder? Nö, muss ich nicht. Da geht's lang. Oh. Ah, nach links. Ja, super. Richtung. Ah. Ich wollte schon sagen, was ist das für einer, aber es ist meiner. Aber irgendwie will der Elch nicht richtig kämpfen. Ist der Mori? Nö. Sollte ich gleich zum Platz kommen. Springbrunnenplatz. Springbrunnen war das Wort, das ich gesucht habe. Verdammt. Bonuszeit. Elefant! Wenn dann der Elefant zuerst. Der bringt bestimmt geile Sachen. Scheiße.
about time, yo! Beat, what happened to your Dream Eaters? Don't need them when I've got my game partner. And I don't need you! Ah, here we go again. 5 seconds ago, it was, where's Riku? And now the act? Whoa! Don't tell him that! It's so nice to meet you. I'm Rhyme. Riku, right? Sorry, my partner's acting like a doofus. I am not! You always gotta go around and garnish my reputation! Since when? You burned that bridge all by yourself. Nobody raises his reputation by lowering others. Yo, Riku! You gonna sit there and let her get in my grill? Sorry, it's just... You two are cut from the same cloth. I ain't made of cloth! Beat looks and talks like a punk, but there's a heart of gold in there somewhere. Yeah. He's come through for me, so I know what you mean. There! See? I'm a... Rhyme! You didn't just call me a punk again! Huh? All right, now we ruffled its feathers. Ready to do this? Yeah! Me and Rhyme will handle things here. You go after that thing. Right. Ich wollte gerade sagen, ihr wisst aber schon, dass ein Feind vor euch steht. Gut, ich glaube, es bringt nicht sonderlich viel, den jetzt hinterher zu rennen, weil... Naja, guckt doch mal eine Zeit an. Deshalb werde ich halt einfach hier warten. Und... Zora die Führung überlassen. Ja. Komm. Allzu viel ist das ja nicht. Gut. Wären wir wieder bei Zora. Ich glaube, ich habe hier offscreen oder so irgendwas gesammelt. Ich erinnere mich nicht mehr. Oh. Kill ihn! Hallo? So. Da habe ich wieder meinen komischen Schokoblock. Muss ich mit Zora jetzt auch hier irgendwas machen? Moment mal. Ich teste mal was. Prozent nur. In Traverse Town. Why, hello down there, Zora. I've been waiting. You do know you can wait on the ground, right? Come down so we can talk. Now? Now? What do you mean now? You're the one who said you were waiting. You know, you're turning more into Neku every day. But listen, I'm glad you two showed up because... You two? Does that mean Riku's here? Yes, but you and he are still a world apart. He didn't seem especially worried, though. He knows he'll find you. Yeah. Just look at Neku. He and the others all found their game partners. Oh, they're back home safe now? Remember what I told you. Their existence is on the line. And the Reapers are dead set on erasing them for good. But they found refuge in this world, and luckily, each other too. Reapers? Right. If Neku and the others want to get back to where they came from, they need to win the Reapers' game. It's like a series of missions. Those are the rules of their home ground. Except, this time, the mission is a tough one.
they're pitted against a Dream Eater that can summon 100 more like it. So, I was sort of hoping you and Riku could help us out. You have your Keyblades, and with those, we might still have a chance. Well, I'm glad he's here with me. If he is. Riku's on one side of the portal, and you're on the other. He might be by your side, he might be a million miles away. You can't measure the distance in time or space. Even without the wall between you, it's hard to say. Don't worry. He's with me. Even when it might seem like he's not. Then you two are lucky. You and your friend are lucky too, Joshua. I appreciate you saying that with conviction, even though you have no idea what you're talking about. Hey! Anyway, Neku and his partner are pinned down in the Fountain Plaza. I can count on you, right? Always. Okay, meine Vermutung hat sich als richtig herausgestellt. Also sprich, dass wenn ich die Welt nochmal betrete, dass es so wäre, als ob ich die Welt zum ersten Mal betrete. Und Sora klingt irgendwie so, ja, in Bezug auf Riku, es klingt irgendwie so, als wären sie eigentlich, wenn sie Mann und Frau wären, wären sie ein ideales Pärchen. Oh. Oh nö, ich hab was eingesetzt. Nö, ich hab wieder Blödsinn gemacht, Moment. Nein! So. Ich werde mich gleich aufmachen zum Bodenplatz. Oh, verarsch mich nicht. Ja, ja, her damit. Sogar zwei edle Laune, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. So. No! Bin extra jetzt so gegangen, damit ich mich nicht runterkatapultiere. So, komm ich da einfach runter? Du sollst da runter. Runter! Oh gut. Scheint zu funktionieren alles. Was sind denn das? Achso, das sind auch diese Käfer. Sehen irgendwie krass aus. Geil, ich gerade das Pferd erwischt? Das ist ja cool. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. So. Und noch so ein Schildkeks. No! Oh, holy shit, was war das gerade? Wie kannst du Laser bloß so schießen? So, der Bombenplatz müsste... Nee, ich habe keine Lust, gegen mich zu kämpfen. Was da in der Mitte ist, bestimmt nicht. Nee. Ich kann mal gucken, vielleicht gibt es jetzt neue Dinge zu kaufen. Achso, das sind Medaillen. Flitzerstärke. Schungheuler. Pegasmart. Das ist bestimmt ein Pegasus. Das ist ein Panda. Keine Ahnung, was das ist. Rohrhorn. Ich versuch's mal, warum nicht? Tutorial. Ich glaube, Soma hat das noch nie gemacht. Hat er zumindest in den Kommentar geschrieben. Deswegen Premiere! Naja, falls er es guckt. Ich weiß ja, dass er es guckt, aber egal. Für den Anfang kannst du Tutorials also einfach regeln. Wenn du soweit bist, will das Turnier in dem du teilnehmen möchtest. Wenn du in den Turnieren gut abschneidest, sammelst du damit Medaillen und erhöhst deine Flitzerstufe. Durch das Erhöhen deiner Flitzerstufe werden neue Turniere freigeschaltet. Dann gucken wir mal. Flitzer, Kartenwerte und Kartenstiche. Karten, na klar, Geisterwechsel. Okay, was ist das? In Flinke Flitzer wählst du Karten durch das Drücken von X oder Viereck aus. Yu-Gi-Oh!
um deine Geister entweder angreifen oder verteidigen zu lassen. Um zu gewinnen, musst du diese Aktionskarten nutzen, um die HP aller gegnerischen Geister auf 0 zu sinken. Will eine Karte drücke X. Okay, was nehme ich denn? Das. Wenn du Karten benutzt, leert sich die Aktionsanzeige. Wenn diese Anzeige auf 0 gesunken ist, kannst du eine Weile keine Karten mehr benutzen. Wenn du eine Karte willst und Viereck drückst, erscheint eine Barriere vor deinem Geister, um sie zu beschützen. Okay. Wenn eine Karte. Nutzt du eine Karte zur Abwehr, die einen höheren Wert als die gegnerische Karte besitzt, verbessert sich deine Karte. Das Tor der Hans kommt auf. Okay. Nächstes. Wenn du eine Karte benutzt, erscheint ihr Wert über einem Geist, deinem Geist, also die 4. Wenn der Angriff trifft, wird die Aktion deines Gegners unterbrochen, sofern eine Karte einen höheren Wert besitzt. Der Höchstwert ist Stern. Das Karten breche jede Aktion des Gegners ab. Ganz gleich, welchen Wert seine Karte besitzt. Also ist es sowas wie ein Joker. Ich hätte auch die 4 nutzen können, nur auch egal. Wenn du zwei Karten schnell nacheinander benutzt, addieren sich ihre Werte. Du kannst doch zwei Karten schnell nacheinander auswählen. Das kannst du mit einem höheren Wert verteidigen. Muss ich aber schnell sein. Ich glaube, es müssen die gleichen Karten sein. Ein Duell wird ausgelöst, wenn du und dein Gegner dieselben wenn du und dein Gegner denselben Werte. Was? Bin ich zu blöd für den Satz? Ein Duell wird ausgelöst, wenn du und dein Gegner dieselben Werte spielen. So. Hier werden mehrere Symbolkarten ausgeteilt. Wähle die Karten, um drei zusammenpassende Symbole zu verbinden. Erinnert mich an eine Slot Machine. Leg unpassende Karten ab, indem du sie auswählst. Dass der Spieler, der drei Symbole verbindet, gewinnt das Duell und fügt dem gegnerischen Geist enormen Schaden zu. Wenn du drei zusammenpassende Karten verbindest. Karten oder Kartenstiche. Du kannst Karten nachladen oder Geister für den Kampf wechseln. Die Zahl unterhalb der Karte zeigt an, wie viele Karten jedem Geist noch bleiben. Und ich glaube, der Schnack hat was anderes im Satz, aber naja. Um die Karten eines Geistes nachzuladen, halte Dreieck gedrückt. Du kannst deinen neuen Geist in den Kampf holen, wenn du L1 drückst. Gedrückt hältst du mit einem der Tasten einen Geist auswählst. Hol einen neuen Geist an. Karten für Geister, die nicht im Kampf sind, laden sich langsam automatisch nach. Achso, da links steht die Anzahl, wie viele Karten der Geist hat. Also das 14 gerade bei meiner Fledermaus nehme ich an. Es ist also eine gute Strategie, Geister auszuwechseln, wenn ihre Karten knapp werden. Okay. Ich versuch's mal. Trainingscup, Untercup, Digitalcup. Traumfänger von Raster. Wählen. Das wird schon passen, meine Tierchen sind gut trainiert. Dann kommt her. So.
7, wow. Yeah. Kill ihn. Mach ihn alle. Yeah. Mein Fisch gewinnt volle Kanne. Gekillt. Gib ihm. Oh. 10. Er hat 0 Chance. Okay. Oh. Lucky 7. Okay, jetzt wechsle ich aber mal. Ey. Meine Flamme muss besser als deine. Ah, guck, Stern. Ich mach dich alle. Nochmal Stern. Ich mach dich wieder alle. Ach, verdammt. War ich zu lahm. 12er. Boom. Ein Schlafra. Oh. Nee. Ja. Bist du jetzt nicht tot? Geh auf. Ist null Chance. Ich gehe voll auf Offensive. So, und jetzt bist du dran. Oh. Vitra. Nö. Und gleich nochmal. Hab ich gewonnen? Ich glaube schon, dass ich gewonnen habe. Ich habe ihn zumindest ziemlich zerlegt. Oh nein, ich sterbe! Vielleicht mache ich das offscreen so ein bisschen, um Zeug zusammen zu kratzen. Yeah! Medaillen. Ich glaube, das war nicht allzu viel. Goldpreis erhalten. Oh, ich glaube, ich war doch etwas besser als erwartet. 2. Anfänger Cup. Die Frage ist, wenn ich meine Tierchen jetzt trainiere und stärker mache, zählt das dann hier auch für den Cup? Saugsturz. Feuermühle. Grenzsturm, Selbstopfer. Papier. Nee. Nur Riku. Was auch nur Riku? Führe einen verzweifelten Drehangriff aus, der am stärksten ist, wenn du nur wenig KP hast. Der Schlüsselschwert wie eine Windmühle, während du einen Sturmangriff ausführst. Stützt die Ziele vielleicht die Brand. Das klingt geil. Big Wounds. Ah, okay. Ich habe Rezepte. Kuma Panda. Ah, und ich kann hier auch Essen kaufen für die Tiere. Oder Spielzeug. 1000 ist schon eine ganze Menge. Ich frage mich, wenn ich diese Tiere erzeuge, ob ich diese Techniken dann auch opfern kann, die nur Riku kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Tier für Sora kreiere, aber eine Technik für Riku dafür opfer. Ich meine, ich glaube schon, dass das geht. Die Frage ist nur, was machen diese beiden Dinger dann? Weil jede Technik, jedes Elixier, was weiß ich, gibt ja den Geist einen Bonus dazu. Interessant. Vielleicht werde ich das offscreen mal ein paar Mal probieren. Mit verschiedenen Geistern, wer weiß. Und Zeug zusammenkratzen. Aber jetzt erstmal, das war. Achso, das ist das Tor da vorne. Das sah jetzt aus wie. Oh je, wie heißt das jetzt nochmal? Oh, wie heißt der Ort jetzt nochmal? Hikugashi-Nio? Nee, Moment. Irgend so ein irre scheiß japanischer langer Name. Das ist der Ort, wo. Also es ist quasi der Lebensraum von Yu Yu Kosai Kyochi, dieses Afterworld-Dings von Toho. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Der hat auf jeden Fall einen ziemlich schweren, langen japanischen Namen. Nun gut,
dieser Baum mit den großen Blüten. Egal, lassen wir es. Das war Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Hatte ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.